Ja, ist natürlich immer gut, wenn man die Saison mit einem Sieg beendet. Wir wussten, dass es heute hier ein sehr schweres Spiel wird, dass sich Friesenheim auch gut verabschieden möchte aus der Liga. Und die haben so gespielt wie immer. Die haben gekämpft bis zum Umfallen. Aber ich glaube, dass wir heute wirklich gut dagegen gehalten haben und dann am Ende auch verdient gewonnen haben. Ja, für mich war es natürlich jetzt eine wechselreiche Saison, die nicht so gut lief. Deshalb ist auch für mich persönlich dann, aber auch für jeden anderen aus der Mannschaft, ist es immer gut, wenn man mit einem Sieg in Urlaub geht. Und gerade nach der sehr schweren Phase, die wir hatten, ist es doch jetzt gut, dass wir noch zwei Siege aus den letzten zwei Spielen geholt haben. Und ich glaube, da kann jeder ein Stück weit beruhigter in Urlaub gehen. Ja, ich denke auch, dass der Platz 7 an sich, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, glaube ich, schon eine gute Platzierung ist. Da gibt es vor uns noch viele gute Mannschaften, die da vielleicht noch den ein oder anderen Schritt vielleicht in der Konstanz weiter sind. Nichtsdestotrotz, wenn man sich dann natürlich den Saisonverlauf anschaut, ist es schade, weil wir eine riesen Chance hatten, vielleicht Sechster, Fünfter oder vielleicht sogar Vierter zu werden. Aber das haben wir uns dann in der Phase natürlich ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir die Saison nochmal Revue passieren lassen, doch stolz sein können auf die Siegeserie, die wir hatten. Aber dann natürlich auch nochmal analysieren müssen, was in der schlechten Phase los war, dass uns sowas nicht nochmal passiert. Und dann kommen wir nächstes Jahr zurück und wollen da weitermachen, uns weiter verbessern, individuell und als Mannschaft, und dann voll motiviert in die neue Saison gehen. Und natürlich auch hoffen wir, dass wir euch Zuschauer nächstes Jahr auch wieder vielleicht in größerer Zahl wie in der Halle sehen kann, wie diese Saison. Also muss ich ehrlich sagen, heute war kämpferisch, ist Wahnsinn. Also Ludwigshafen ganz gut gespielt, also ganze Saison einfach eine Qualität gezeigt, und dann schon einfach so gekämpft bis Ende, wie was Ludwigshafen immer gemacht hat, aber trotzdem müssen wir zufrieden sein nach dem letztes Spiel, das wir gewonnen haben gegen Ludwigshafen in Ludwigshafen, das war richtig anstrengend. Und ich wünsche auch sagen, dass wir auch alles gesund sind, das für mich auch ganz wichtig ist, einfach weitermachen. Das war's. Stimmt, ja, so, ich habe schon gewusst, das wird anstrengend sein, gegen Ludwigshafen zu Hause zu spielen. Und ich habe schon unsere Qualität und unser Potenzial gezeigt. War schon so viele gute Spiele gehabt, nach 9 Siege in Folge kannst du nicht so ganze Saison richtig so behalten. Wir haben schon gewusst, auf jeden Fall muss ein bisschen unten gehen, aber ich habe schon wieder aufgestanden und dann weiter gekämpft. Was wir gemacht haben, war so viele Spiele, was unglücklich war am Ende des Tages, aber trotzdem am Ende des Tages müssen wir zufrieden sein mit dieser 7. Platzierung. Ich glaube, dass jeder Spieler braucht diese Urlaub, dass wir kurz ein bisschen Kopf ruhig haben und dann ein bisschen mit Familie Spaß haben. Das ist ja auch ganz wichtig für jeden Spieler. Und dann geht's los wieder in 9 Monaten. Aber auf jeden Fall müssen wir ein bisschen genießen diese Zeit mit Familie, mit den Freunden auch. Und dann schauen wir jetzt, was nächste Saison kommt. Ja, das war natürlich jetzt ein Spiel, was eng war. Ich finde, dass wir es ein bisschen versäumt haben, rechtzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Auch in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit haben wir es dann geschafft, ein paar Tore vorzulegen. Ich glaube, dann auch vollkommen verdient gewonnen. Ich bin mega stolz auf die Mannschaft, weil sie jetzt die letzten zwei Spiele nochmal wirklich alles reingehauen haben. Und wir wollten diese Spiele unbedingt gewinnen. Und ich finde, dass wir mit diesem 7. Platz, wo wir jetzt rausgehen, im Gesamten ein wirklich gutes Jahr gespielt haben. Wir sind punktgleich mit dem 6. Und deswegen nochmal, ich bin mega stolz auf die Mannschaft. Sehr versöhnlich, weil dieser Platz, wir wollten letztes Jahr, als wir 11. waren, wollten wir besser werden. Ich glaube, das ist uns wirklich eindrücklich gelungen, mit sehr, sehr vielen tollen Spielen, mit sehr vielen besonderen Momenten, auch gegen die Top-Mannschaft. Natürlich hatten wir eine schlechte Phase zwischendurch, aber uns hat natürlich auch so ein bisschen in der Breite dann auch die Substanz gefehlt, und man kann den Spielern keinen Vorwurf machen. Ich habe zwischendrin, haben sich die Spieler kein einziges Mal hängen gelassen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man die Saison ausklingen lassen will. Wir hatten zwischendurch sicherlich auch ein paar Spiele, die wir gewinnen hätten müssen, aber das war sicherlich auch ein bisschen diesem kleinen Kader geschuldet. Und wenn man so eine Top-Saison, so eine Top-
Phase hat. Das ist auch nicht normal. Wir hatten die beiden Extreme, aber über das Gesamte, noch einmal punktgleich mit dem 6., 7. Platz, ist absolut top. Gut, er hat einen Cut an der Nase, der wurde jetzt geklebt, aber jetzt nichts Schlimmeres. Und Timmy steht natürlich auch federführend. Ja, also man könnte da wirklich viele Spieler anführen, die das allerletzte aus ihrem Körper rausgeholt haben, die wirklich jeden Schweißtropfen hier im Training und im Spiel für die Mannschaft investiert haben. Und ihm geht's gut. Und wir sind jetzt aber, denke ich mal, wirklich alle sehr, sehr froh, dass wir jetzt in die verdiente Pause gehen können.